Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog, der vierte. Genau, ich weiß nicht, welches Datum wir heute haben, aber egal. ja, heute geht's nach Delmenhorst. Auf der Bahn komme ich eigentlich immer relativ gut klar, glaube ich zumindest. Das einzige Problem ist nur die monstergigantische Treppe, die man überwinden muss, bis man im Bowling Center ist. Aber die kann ich euch ja noch zeigen. So riesig ist jetzt auch nicht, aber man muss halt seine schwere Tasche ein bisschen hochschleppen. Aber mein Gott, was soll's. Delmenhorst ist von mir aus gesehen, also von Osnabrück aus gesehen, noch relativ nah dran. Es ist lange nicht so weit weg wie jetzt, sage ich mal, Heidenmühle oder Wilhelmshaven. Und ja, ich fahre jetzt los und wir sehen uns dann gleich, wenn ich da bin. Ups. So, jetzt sieht man mich auch. Moin! So, wir sind jetzt in Delmenhorst angekommen und wie ihr seht, ist das nicht gerade die kleinste Bahn. Die haben 20 Bahnen hier. Eine ganze Menge. Deutlich mehr als bei uns am Bahnhof. Wir haben nur 14. Und ja, das Blöde ist, dass sie diese komischen Brunswick-Sitzecken haben. Und die sind total scheiße, weil man da kaum irgendwie Platz drin hat. Aber die Bahn an sich ist ganz hübsch. Schön schlicht gehalten zwar. Haben denselben Bodenbelag wie wir am Bahnhof, ist genau derselbe. Ob die Maschinen dieselben sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber schon zum Teil. Also ich glaube, wir haben auch Brunswick-Bahnen. Gut, ich dampfe noch eine Runde, bereite mich seelisch drauf vor, wie immer. Und ich melde mich dann nach den ersten paar Spielen. Bis dann. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im wunderschönen Raucherraum. Mit Fernseher und Lampen und Sessel und Tischen. Das Witzige ist, das ist exakt derselbe Tisch, den wir zu Hause im Wohnzimmer stehen haben. Genau der gleiche Ikea-Tisch. Mal zwei. Mal drei. Und dann haben wir hier noch so eine... Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Gut, also, kleines Update. Ich habe alle vier Spiele mitmachen dürfen. Eigentlich hätte ich nach dem dritten rausgehen müssen, vom Ergebnis her. Da aber ein paar meiner Teamkollegen gesagt haben, nee, ich will gar nicht unbedingt, mach du mal ruhig weiter, dürfte ich dann weitermachen. Also, erstes Spiel war das beste mit 217. Ich meine zumindest, dass das das erste war. Ja, dann 193. Dann kam mein schlechtestes Spiel, das Spiel Nummer 3. Da waren es nur 159. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe mit dem Abyss angefangen. Ihr wisst ja, mein Abyss ist sehr stark, sehr früh. So. Die ersten zwei Spiele hat das funktioniert. Das dritte Spiel, da wurde es manchmal kritisch. Manchmal kam er gut und manchmal kam er viel zu früh, ist voll reingebogen und hat mir diverse Splits stehen lassen. Und dann habe ich halt zu spät auf den Idle Pearl gewechselt, mein polierter blauer Ball. Ich habe dann, wie gesagt, im 10. Frame 3 Strikes hintereinander geworfen, 159. Wahrscheinlich auch deswegen durfte ich weiterspielen, weil mein Team-Captain gesehen hat, okay, der Ball scheint bei ihm zu laufen. Und dann habe ich im vierten Spiel nochmal 192 gespielt. Das bedeutet, grob überschlagen, dass ich jetzt einen Schnitt von knapp über 190 habe. Das ist extrem gut für Liga, für mich. Das Ölbild ist ein 42 Fuß Ölbild. Es spielt sich ein bisschen wie ein House-Shot, nur ist in der Mitte deutlich mehr Öl. Irgendwas mit Dream. Ich habe aber nicht genau verstanden, was er gesagt hat. Aber in der Mitte auf jeden Fall viel Öl, außen wenig, wie ein Hausschuss mehr oder weniger. 42 Fuß lang, also mittelmäßig lang. Und ich mag das Ölbild. Und der Anlauf ist super glatt. Ich kann, also super glatt nicht, aber er ist schön glatt. Ich kann rutschen, ich habe keine Probleme mit dem Hängenbleiben oder so. Das läuft wirklich ganz gut. Ich bin froh. Ich habe schon lecker gegessen, jetzt werde ich lecker dampfen. Und wir sehen uns wieder, wenn ja der Spieltag mehr oder weniger um ist, schon. Zu meinen letzten paar Abschlussworten. Und danach dann nochmal bei mir, gucken wir uns nochmal die Liste an. Ich hoffe natürlich, dass ich das Level jetzt halbwegs halten kann. Und dann gucken wir uns später zusammen an, wo ich mich jetzt in der Liste platziert habe. So, ich weiß nicht, wie gut man mich jetzt sehen kann, aber egal. Also, die drei Spiele nach der Mittagspause habe ich auch alle drei gemacht. Und ich habe mich nochmal ein bisschen gesteigert. das, warte mal, welches? Das, genau, das fünfte Spiel war, ich glaube, 191 oder so. Dann kam das übelst krasse sechste Spiel, da lief es recht gut für mich, da habe ich mit 8 Strikes in Folge angefangen. Dann leider schwach aufgehört, also halbwegs schwach, sind immerhin noch 268 geworden. Und dann als letztes, das siebte Spiel habe ich, glaube ich, auch irgendwie 193 oder so geworfen. Das bedeutet, bis auf dieses eine 159er Spiel habe ich sonst nichts unter 190, was wirklich sehr gut für mich ist. Boah, das ist eine ganze Menge.
Wenn ich gleich zu Hause bin, dann gucken wir mal zusammen in die Tabelle. Dann werden wir den Schnitt sehen. Beziehungsweise den Schnitt werde ich jetzt wahrscheinlich euch schon einblenden, dass ihr den schon mal seht. Aber dann können wir uns mal gucken, wo ich von der Platzierung her gelandet bin und wie viel das jetzt gebracht hat, wie viele Plätze ich mich jetzt dadurch nach oben gearbeitet habe. Gut, ich fahre nach Hause, wünsche mir Glück. Das ist auch nicht wieder verreckt. Und wir sehen uns gleich sofort wieder. Nicht shaken. So, meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Hier sehen wir die, warum ist das so fucking verschwommen? Ja, wir sind nicht scharf, Ninja Joshua. Ah, jetzt, haha, da. Vierter, mit 202,29. Ich hätte nicht gedacht, dass über mir noch drei weitere sind, die deutlich mehr nochmal haben. Ich meine, der eine hat 211 gespielt, das ist echt nicht schlecht. So, und insgesamt habe ich mich um einige Plätze gesteigert. Ich habe jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, wo ich da vorher war. Ich glaube, ich war irgendwo so in diesem Bereich hier. Ich bin jetzt gestiegen auf Platz 30. Da sehen wir mich. Jetzt ist es auch scharf. Auf Platz 30 habe ich mich hochgespielt. Insgesamt 169,83 mit auf 23 Spiele. Ihr seht also, einmal gut spielen und schon ist man gleich 10, 15 Plätze weiter oben. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Es lief für mich sehr gut. Leider lief es für unsere Mannschaft nicht ganz so gut. Wir haben leider von 7 Spielen nur 2 gewinnen können. Aber es ist halt so. Es war relativ viel Öl, was ich natürlich super finde, weil ich, naja, meine Bälle sowieso immer zu viel machen. Und so konnte ich halt meine Ideallinie spielen und das hat halbwegs gepasst. Ich hätte eventuell, ich sag mal, das vierte Spiel hätte ich direkt mit dem Idle anfangen sollen und nicht mehr mit dem Abyss, weil es dann schon sehr trocken war. Das war das schwächste Spiel mit 159. Ja, achso, falls ihr mir das jetzt nicht glaubt, können wir auch nochmal in die Ergebnisse gucken. Wie mache ich das nochmal? Ja, genau, hier. Das war Spiel 5. Nee, war es nicht. Spiel 6 war das. Oder? Ja, hier. Spiel 6. Da haben wir mit 782 Pins gewonnen. Also mal eben fast 100 Pins mehr. Das sind die Gegner und hier unten sind wir. Und da seht ihr mein Ergebnis schon, 268. Das war echt, das war Hammer. Ich habe mit 8 Strikes in Folge angefangen und dann bin ich schwach geworden. Aber ganz ehrlich, lieber so ein Spiel machen als ein, als 299 oder so in der Liga, das wäre viel schlimmer. Gut, ich danke euch, dass ihr euch den Müll hier angeguckt habt. Wir sehen uns von den Vlogs her gesehen im nächsten Jahr wieder. Unser erster Ligastart ist, glaube ich, irgendwann im Januar. Glaube ich zumindest. Ich meine im Januar. Und wenn nicht, dann im Februar. Außerdem mache ich am 5. Januar bei einem Turnier mit in Düsseldorf, die Düsseldorfer Open 2020. Da war ich letztes Jahr auch schon, bin 14. geworden. Da war ich hin mit einem Teamkollegen von mir, meinem Halbbruder. Und den Let's Play macht natürlich auch mit. Und da mache ich dann so eine Art B-Log-Special draus. Da werdet ihr also auch einiges sehen. Vielleicht, falls die anderen vorher rausfliegen und ich noch weiter drin bleibe, können sie vielleicht auch mal ein paar Würfe von mir filmen. Das wäre natürlich ganz nice. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Livestream wieder. Wann der sein wird, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal Spätschicht die Woche. Deswegen werden wir uns, wenn, dann erst am nächsten Wochenende sehen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten B-Log oder sonst was. Und ja, ich wünsche euch auch eine angenehme Woche. Ich hoffe, ich habe eine angenehme Woche. Mal gucken, ob es mit dem Arm wieder geht. Bowling ging heute zumindest schon mal wieder. Ich hoffe, dass das Arbeiten morgen auch klappt. Gut, macht's gut. Bis dahin, euer Tempelmaster.